Hallo, ich bin der Laservideoprojektor. Als ich gebaut wurde, war ich der wohl kleinste, komplett transportable Laservideoprojektor der Welt. Egal wo ich hin projiziere, mein Bild ist immer scharf. Ob ganz nah oder ganz fern. Nie muss man mich scharf stellen. Dass meine Bilder nur schwarz-rot sind, liegt übrigens einfach daran, dass ich nur einen der drei Laser habe, die für farbige Bilder vonnöten sind. Um ein Bild zu erzeugen, schicke ich einen Laserstrahl mit unglaublichen 45.000 km pro Stunde über die Leinwand. Das ist mehr als das 35-fache der Schallgeschwindigkeit. Betrachtet man das Bild ganz genau mit der Lupe, so kann man sehen, dass es aus vielen einzelnen Zeilen besteht. Die Zeilen werden von links nach rechts, von oben nach unten, eine nach der anderen geschrieben. Je nachdem, wo sich der Laserpunkt gerade befindet, wird er, je nach Bildinhalt, hell oder dunkel, an- oder ausgemacht. Erzeugt werden diese Zeilen von einem sich sehr schnell drehenden Spiegelrahmen. Ein weiterer Spiegel sorgt dafür, dass eine Zeile unter die andere geschrieben wird. Das Ganze geschieht aber nicht so langsam wie hier, sondern 50 Mal pro Sekunde.